Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist gut, dass die Dringlichkeit bestätigt wurde und vielleicht, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, wir heute übereinkommen, die angekündigte Einleitung des Stilllegungsverfahrens von Bahninfrastruktur auf den Strecken Parchim-Malchow sowie Plau am See-Güstrow im allerletzten Moment doch noch abzuwenden. Ich hoffe insbesondere auf ein Einlenken der SPD, den ländlichen Raum nicht abzuschreiben. Heute ist Gelegenheit, statt vollmundiger Ankündigungen einen konkreten Beitrag dafür zu leisten, dass Menschen sich im ländlichen Raum nicht abgehängt und von der Politik vergessen und verlassen fühlen. Bei der Freitagsabendaktion Rote Laterne in Lübz hielt auch mein Kollege, sehr geschätzter Kollege Waldmüller, eine flammende Fürsprache. Und es geht, das muss ich heute nicht wieder lang und breit betonen, längst nicht mehr nur um den Erhalt dieser Bahnstrecken, es geht um die Entwicklung einer ganzen Region. Vertreter der SPD oder auch der neue Landrat waren nicht da. Das spricht leider für sich, aber es kann ja auch sein, dass sie wirklich nicht konnten. Dann ist es jetzt Zeit, nein, deshalb habe ich das so vage formuliert, Herr Renz. Ja, natürlich, das kann ich doch, oder? Gut, also, dann wäre es auf jeden Fall jetzt Zeit, dass sich der neue Landrat zu dem bekennt, was er vor seiner Wahl versprochen hat, nämlich sich dafür einzusetzen, dass die Südbahn wieder fährt. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Regio Infra die Reißleine zieht, notgedrungen ziehen muss, weil die Grundfinanzierung fehlt. Das Land war bisher nicht bereit, wenigstens einen Trassensicherungsvertrag abzuschließen. Und werden die Strecken nicht mit dem SPNV, also dem Schienenpersonennahverkehr, bedient, entfallen Einnahmen durch Trassennutzungsentgelte, auch Schienenmaut genannt. Die Kosten für Instandhaltung der Gleisanlagen, der Signaltechnik und der Bahnüberwege, also zur Aufrichtung der Funktionstüchtigkeit, bleiben. Dies sind durch Gelegenheitsverkehr nicht aufzufangen. Es reicht einfach nicht, dass ab und zu ein Güterzug fährt, obwohl es auch hier eine positive Entwicklung gab. Oder auch der super organisierte Saisonverkehr, der auch vom Landkreis Ludwigslust-Parchim unterstützt wird, kann die Kosten nicht auffangen. Insofern ist es für mich völlig unverständlich, wie der Chef der landeseigenen Verkehrsgesellschaft, Herr Lindemann, der sich im Interview am Freitagabend völlig überrascht von der Ankündigung von Regio Infra zeigen konnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die beiden hier in Rede stehenden Bahnstrecken gehörten einst der DB Netz AG. Als das Südbahnteilstück Parchim-Malchow noch vom SPNV bedient wurde, kassierte die DB-Tochter sehr hohe Trassenentgelte. Von 2003 bis 2011 wurden zusätzliche Regionalfaktoren fällig, um angeblich nicht wirtschaftliche Strecken weiter betreiben zu können. Mit diesen Zuschlägen für weniger stark befahrene Strecken sollte deren Instandhaltung finanziert werden. Das Geld ist allerdings von der DB Netz AG nicht in die maroden Strecken investiert worden. Um die Größenordnung aufzuzeigen, allein in Mecklenburg-Vorpommern sanken die Trassennutzungsentgelte im Jahr 2012, dem ersten Jahr nach Abschaffung der Regionalfaktoren, um 3,7 Millionen Euro. Das ist in etwa die Summe, die jährlich der Vertragssumme für die Strecke Parchim-Malchow entsprach und vom Land aufzubringen war. Da die DB Netz AG zwar kassierte, aber nicht investierte, musste die Strecke heruntergesetzt werden. Anschlüsse passten nicht mehr, das Bahnfahren wurde unattraktiver und die Fahrgäste blieben reihenweise weg. Schließlich waren dies und dazu die damals ungeklärte Höhe der Regionalisierungsmittel für die Landesregierung Gründe genug, das Teilstück Parchim-Malchow mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2014 nicht wieder zu bestellen. Auf der Bahnstrecke Mainburg-Plau am See Güstrow wurde bereits im Jahr 2000 der Personenverkehr eingestellt. Für besondere Höhepunkte wurde und wird auch zwischen Plau und Karow bzw. Plau und Güstrow Saisonverkehr sichergestellt. Vor dem Hintergrund des Agierens der DB Netz AG mit den Trassenentgelten bekommt ein Stilllegungsverfahren ein ganz besonderes Geschmäckle.
Für ein Stilllegungsverfahren kommt § 11 Allgemeines Eisenbahngesetz in Anwendung. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen hat die dauernde Einstellung des Betriebes einer Strecke bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beantragen. Dabei ist darzulegen, dass ihm der Betrieb der Infrastruktureinrichtung durch Verkauf oder Verpachtung nicht mehr zugemutet werden kann. Diese Regelung wurde im Zuge der Bahnreform eingeführt. Die Deutsche Bundesbahn wurde nur noch nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben bewertet. Und so nutzte die DB Netz AG die Gelegenheit, aus seiner Sicht unrentable Dritten zur Übernahme anzubieten und im Falle des Scheiterns einer solchen Übernahme die Strecke stillzulegen. Insgesamt wurden in Mecklenburg-Vorpommern 19 Strecken mit 297 Kilometer Länge stillgelegt. Und auf diesem Weg erwarb die Regio Infra Bahninfrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Das Pegelsche Ministerium bleibt gelassen, ob der Ankündigung zur Einleitung eines Stilllegungsverfahrens, es sei abzuwarten, ob die Bundesbehörde überhaupt anerkenne, dass der Regio Infra ein weiteres Aufrechterhalten nicht möglich sei. Das empfinde ich als ziemlich zynisch. Auch eine weitere Reaktion aus dem Pegelschen Haus halte ich für unangemessen und ebenso zynisch. Ich zitiere: Sofern Sie deutlich weniger als 20 Personen im Durchschnitt mit Bussen befördern, anstatt mit dieselbetriebenen Bahnen, ist bei dermaßen geringen Nutzerzahlen der ökologische Fußabdruck des Busses sogar besser als jener der Dieselbahn. Zitat Ende. Ich glaube, das ist angesichts der Geschichte dieser Bahn nicht angemessen. Statt die Bahn einzubinden und gemeinsam mit Bus und Rufbus ein innovatives Verkehrskonzept umzusetzen, gibt es nichts als Abwehrreaktionen. Herr Minister, die Entscheidung zur Abbestellung war aus unserer Sicht und nicht nur aus meiner falsch. Sehen Sie das ein und stellen Sie sicher, dass die Bahn wieder fährt. Clemens Roussel von der Bürgerinitiative Pro Schiene sagte am vergangenen Freitagabend in Lübz, dass sie weitermachen wird, bis die Bahn wieder fährt. Das unterstützen wir. Die Linksfraktion kämpft seit 2013, seit Bekanntwerden der Pläne der Landesregierung, das Teilstück Parchim-Malchum nicht weiter bestellen zu wollen, mit etlichen parlamentarischen Initiativen für die Südbahn. Den ersten Landtagsantrag dazu brachten wir im September 2013 mit dem Titel »Die Mecklenburger Südbahn muss erhalten bleiben« ein. Dieser Antragstitel ist nach wie vor aktuell. Auch wir geben nicht auf. Die einzige Verbindung von Ost nach West im Süden des Landes muss erhalten und wieder befahren werden. Seit über 130 Jahren fährt die Südbahn. Für das Teilstück der Südbahn Malchow-Wahren lief Ende 2017 der Vertrag aus. Lange Zeit war unsicher, ob die Strecke weiter bedient wird. Schließlich rang sich das Land durch, verhandelte mit dem Kreis und gab schließlich die Verantwortung für 10 Jahre an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ab. Aktuell unterstützt das Land mit jährlich 650.000 Euro und stellt Investitionszuschüsse für die Bahninfrastruktur in Höhe von 2 Millionen Euro zur Verfügung. Da fragt sich doch jeder vernünftige Mensch, warum nicht mindestens eine solche Lösung auch für den Abschnitt Parchim-Malchow möglich ist. Politisches Ziel ist es für uns jedoch weiterhin, eine durchgehende Südbahn in Landesverantwortung zu schaffen. Eine Ausschreibung durch das Land für die Strecke Parchim bis Wahren mit Anbindung Plau oder gar Güstrow würde eine attraktive Bahnverbindung wieder in Landesverantwortung sichern. Dafür sollten aus unserer Sicht umgehend die Vorbereitungen getroffen werden, also EU-Ankündigungen zur Bahnausschreibung. Bundesweit stößt die Hortung von rund einer 250 Millionen Euro im Sondervermögen Schienenpersonennahverkehr auf Unverständnis. Etwa 1 Million pro Jahr Landesunterstützung wäre nötig, um die Bahn wieder fahren zu lassen zwischen Parchim und Malchow mit Anbindung von Plau am See. Das muss drin sein. Besinnen Sie sich, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben gestern über Sektorkopplungen gesprochen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen auch Sie die Verkehrswende Autos von der Straße mehr in den öffentlichen Verkehr. Sie haben heute die Gelegenheit, das konkret zu machen. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will auf einiges eingehen, was hier gesagt wurde. Zunächst mal natürlich, eins habe ich vergessen, ich
beantrage für unseren Antrag dann namentliche Abstimmung. Das will ich jetzt gleich am Anfang ankündigen. Natürlich, Herr Minister, der Rufbus ist eine gute Sache. Dass der eingeführt wurde, hat ja auch mit den Menschen vor Ort zu tun. Schließlich haben die das auch gefordert. Busse erschließen die Fläche. Ich sage nicht, und das ist ja die Grundvoraussetzung auch, dass die Bahn so bleiben soll, wie sie ist. Dass sie nicht gut ist, das war ja auch der Grund, weshalb immer weniger damit gefahren sind. Natürlich muss in unserem Land der öffentliche Verkehr besser werden, aber integriert, also miteinander verzahnt, Bus und Bahn, und nicht in sogenannten Inseln für die Aufgaben bei den Aufgabenträgern, wo der Kreis, der Geld hat, eine bessere Mobilität für seine Bürgerinnen und Bürger sichern kann, als einer, der keins hat, wo Kompetenzgrenzen wirkliche Grenzen sind, kaum einer über den Tellerrand guckt. Und das erlauben Sie mir dann auch, dieser vorgelegte integrierte Landesverkehrsplan, auf den wir ja so lange gewartet haben, der hilft da auch nicht viel weiter. Weil da steht so viel Schönes drin, aber so vage. Man könnte, man müsste, man sollte. Damit kommen wir nicht weiter, nicht in diese Richtung, die wir eigentlich hoffentlich alle gemeinsam wollen. Schienenpersonennahverkehr ist zumindest aus meiner Erkenntnis nicht eigenwirtschaftlich stemmbar. Zumindest nicht in einem Flächenland. Da ist immer ein Zuschlag nötig. Und die Hanseatische Eisenbahn ist 4 Monate lang eigenwirtschaftlich gefahren, bis sie festgestellt hat, ohne Bestellung durch das Land funktioniert das halt nicht, Herr Eifler. Der Fernverkehr fährt eigenwirtschaftlich. Deshalb gibt es in Mecklenburg-Vorpommern auch kaum einen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Deutschland war und ist ein Autofahrerland. Das sieht man bei uns im Land und das sieht man auch ganz besonders in den Großstädten, die jetzt also sozusagen um diese Planung, die in vielen Jahren ausschließlich oder fast ausschließlich auf das Auto gerichtet worden ist, jetzt im Zuge der nötigen Verkehrswende umzugestalten. Das kostet unheimlich große Investitionen, wahrscheinlich deutlich mehr, als wir brauchen, um die Südbahn wieder ordentlich fahren zu lassen. Hier an dieser Stelle geht es um eine ländliche Region. Andere Bundesländer, auch Flächenländer, die gehen seit längerem einen anderen Weg. Die reaktivieren Regionalstrecken, die bilden Verkehrsverbünde und die Entwicklung gibt ihnen recht. Die Nutzerzahlen steigen. Das Argument Fahrgastzahlen ist ja auch gefallen. Es ist seit Anfang 2011, 12, 13 eine ganze Menge passiert, auch im Nutzerverhalten. Das Umdenken der Bevölkerung, das ist in vollem Gange. Viele Menschen, vor allen Dingen auch aus den Großstädten, aus den Metropolregionen Berlin und Hamburg, viele junge Leute, Familien, die verzichten bewusst auf ein Auto. Die wollen mit der Bahn fahren. Und wenn sie dann auch noch zeitnah mit dem Bus in die Fläche kommen, beziehungsweise aus der Fläche zur Bahn, dann ist auch Umsteigen kein Hindernis. Allerdings lange Wartezeiten und Bummelfahrten, immer wieder neue Tickets kaufen müssen, das macht den öffentlichen Verkehr unattraktiv und teuer. Und dann fragen sich natürlich viele, wieso soll ich ein schlechtes Angebot auch noch teuer bezahlen? Bisher sind sämtliche Bemühungen zur Reaktivierung des Bahnbetriebs am Unwillen des Verkehrsministeriums gescheitert. Jegliche Verhandlungen, die scheinen zwecklos zu sein. Deshalb hatten die Kreistagsfraktionsvorsitzenden bei der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig um einen Gesprächstermin gebeten. Sie haben über ein Jahr gewartet. Das halte ich schon alleine für einen Skandal. Aber nun habe ich gehört, die Ministerpräsidentin hat Ihnen geantwortet. Also ich habe dann immer noch die Hoffnung, dass sie das zur Chefsache macht und dass dann vielleicht doch ein guter Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse wird. Ich sage es noch einmal, Sie horten, auch das, da sind Sie ja drauf gekommen, Sie horten rund 250 Millionen Euro in einem Sondervermögen. Daraus bezahlen Sie jedes Jahr 20 Millionen für die Ausbildungsverkehre. Wir haben auch darüber hier im Landtag diskutiert und wir waren alle der Meinung, wir sollten prüfen und möglichst machen, dass diese Ausbildungsverkehre nicht mehr aus den Regionalisierungsmitteln bezahlt werden. Das wären 20 Millionen. Damit kämen wir schon ein ganzes Stück weiter. Das wäre ein Vorschlag.
Im Bund und auch bei anderen Bundesländern, da fragt man sich mittlerweile, wieso wir mehr Geld vom Bund fordern, wenn wir uns leisten können, so viel Geld auf die hohe Kante zu legen. Und wer wenig bestellt, der bekommt auch wenig. Das ist dann sozusagen eine selbsterfüllende Prophezeiung. 1 Million Euro circa für die Südbahn. Das ist natürlich nicht alles. Selbstverständlich muss in die Infrastruktur investiert werden. Aber das wäre ja vielleicht sogar was für den Strategiefonds. Vieles wird aus dem Strategiefonds finanziert, was mit Strategie nichts zu tun hat. Aber das wäre eine strategische Ausgabe. Herr Kollege Grüher, ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste Doppelhaushalt auch für 2 Jahre wieder ein solches Geschenk für die Koalitionsfraktionen bereithalten wird. Regio Infra ist auch Eigentümer der Bahninfrastruktur auf der Teilstrecke der Südbahn Malchow-Baren und der Kleinseenbahn zwischen Neustrelitz, Wesenberg und Mirow. Beide werden von der Hanseatischen Eisenbahngesellschaft bedient. Die stillgelegte Bahnverbindung zwischen Mirow und Wittstock ist in der sogenannten Reaktivierungsliste enthalten, die der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen im Auftrag der Bundesregierung aktuell erstellt hat. Wenn die Bahn also wieder bis ins brandenburgische Wittstock fährt, macht die Ost-West-Anbindung, die durchgehende Südbahn und die Nord-Süd-Verbindung Güstrow-Plau wieder richtig Sinn. Die Südbahn, die muss einfach weiterleben. Zusammenfassend will ich sagen, auch noch mal bezogen auf unseren Antrag. Das Allerwichtigste wäre jetzt als ersten Schritt, dass ein Trassensicherungsvertrag abgeschlossen wird. Es dürfen auf dieser Strecke keine Bäume wachsen, denn wenn das einmal passiert, dann ist ohnehin alles vorbei. Und wir erwarten, dass sich die Beteiligten, und das sind für uns das Land, Regio Infra, die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim an einen Tisch setzen und darüber beraten, was möglich ist und wie man zu einem Ergebnis einem positiven Ergebnis für die Region kommt. Und wir brauchen ein wirklich integriertes Verkehrskonzept. Bahn, Bus, Fahrrad, Anbindung an die Zentren und der Rufbus und überhaupt der Bus, der die Fläche erschließt. Das kann doch nicht zu viel verlangt sein. Ich hoffe, Sie stimmen unserem Antrag zu.